heute in Osnabrück. Wir haben den 24. August 2013. Hier findet heute Nachmittag der Osnabrücker Landmarathon statt, der Olm, O-L-M, Olm. Hört sich gut an. Ein Landmarathon. Ich bin gespannt, wie die Strecke verläuft. Landmarathon hört sich nach viel Natur an. Mal sehen, was gleich auf uns zukommt. Osnabrück liegt anscheinend in Bayern. In Bayern? Nein, das kann ich nicht. Wegen dem, na gut. Ja, ist ja, ich habe in der Wasserdichte. Die letzte Energie wird geladen jetzt. Ja, fragt mich immer vorher. Die Technik wird vorbereitet. Genau, so ist es. So ist richtig. Die Bananen schmecken nur offen. Das war also schon ganz angenehm, weil es stoppt etwas frischer noch. Ich muss noch nicht mehr haben. Und diesmal wird muss ich ja nicht machen. Weil vom Termin her ist es sonst nicht anders. Jetzt sind wir schon live im Fernsehen. Schon Direktübertragung nach Eurosport, genau. Das stört. Aber da sind wir noch nicht. Dazwischen liegen noch 42,2 Kilometer. Wir tun es ja freiwillig. Wir tun es ja freiwillig, genau. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich müsste es mal sagen, Hammerhart. Hammerhart? Das kommt, das kommt nachher. In die Berge kommen. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Wenige Sekunden noch. Sie ist gespannt, vorsichtig. Oh. Schon, ne? Na klar. Du schaffst das. Wir zählen auf dich. In einer guten Zeit. Wir warten auch nachher. Ja. Und richtig Anfeuer gleich. Nächste Woche sind wir da wieder. Jawohl, Countdown. Aufgeregt. Der Olm beginnt. Arno, hau rein. Hallo Frank. Und schon bin ich Letzter. Muss ich aber hinterher. Ganz schön windig. Ein Hammer. Also Landmarathon passt bis jetzt. Landschaft, Felder und soweit man gucken kann, einfach Natur. Sehr schön. Aber sehr windig. Oh, eine Verpflegungsstelle. Ist eben ein Landmarathon. Ja, aber klar. Dankeschön. So. Danke. Was isotonisch ist? Wasser.
Nachschub. Dankeschön. Sehr schön. Bis gleich. Jo, bis gleich. Tschüss. Es ist so windig, das machen wir lieber so. Und fliegt ja nachher alles durch die Landschaft. Die Strecke ist gut wellig und es ist ordentlich windig und sonnig. Aber eine richtig schöne Landschaft. Hier ist die Strecke super schön. Eine klasse Allee mitten durch den Wald. Die Ledenburg. Ein schönes altes Schloss oder Burg. Keine Ahnung. Wir laufen direkt dran vorbei. Schöne Gegend hier. Ja. Kilometer 10. Ja, der Olm läuft auf einer richtig schönen, landschaftlich richtig schönen Runde. Alles top organisiert, Strecke ist gut abgesperrt. Alle, weiß ich gar nicht, 2-3 Kilometer gibt es Verpflegung. Das Wetter spielt mit. Alles top. Es läuft. Oh, jetzt mit Kamera durch den Regen. Warum? Du kommst doch jetzt in die Zeitung. Ja, erst ins Fernsehen. Danke. Hier ist der Stimmungshochpunkt. Wie heißt er? Westerwiesenweg. Das wird alles gefilmt. Ja. Hier ist der Weg so schmal. Hier laufen wir alle schön im Gänsemarsch. Diese stählernen Waden gehören Andreas. Der hat das so richtig bemerkt. Ja. Ach, der Frank. Heute am 24. Ja. 50 Jahre Bundesliga und BVB schon wieder Tabellenführer. Da, wo Dortmund hingehört. Jawohl. Meine Güte, die warten alle auf mich. Ja. Wasser. Jo, danke. Melone, Melone, Wasser, Melone. Nächste Runde. Gut, ich warte. Ob die dann auf die Schwarz-Gelben kommen. Die Schwarz-Gelben, genau. Die erste Runde ist geschafft. 14 Kilometer und jetzt noch 2 Runden. Das weiß ich noch nicht, ob ich das nett finde. Er macht immer ganz tolle Filme. Und wieder geht's diesen langgezogenen Berg hoch. Boah. Rückenwind. Ja. 17, oder? 17, jawohl. Wie sieht es aus? Ja, Zeit stimmt, 6 Minuten, eben über 6 Minuten. Ja. Läuft noch im Plan. Bis 21 Kilometer will ich so weiterlaufen und dann 30 Sekunden dazu. Hört sich gut an. Alles gut. 30 soll es dann werden. Ja. Wir sehen uns jetzt hier. Bis gleich. Bis gleich. Das Rote Kreuz passt auf uns auf. Jupp. Das
wieder. Alles gut? Ach, das wäre ja. Und selbst? Ja. Hätte man das Stück Kuchen nicht essen sollen. Ja. Nicht zu ich esse lieber nachher. Hau rein, Dennis. Mach's gut. Das geht ein Profi, oder? Osnabrücker Landmarathon. Mit Betonung auf Land. Oh, der erste Reifenwechsel. Ja. Stein drin? Ja. Ah, steht. Nee. Halbmarathon. So, die Hälfte ist rum. Puh. Wir haben jetzt schon einen frühen Abend, so 5:45, 5:50 ungefähr. Boah, die Sonne hat ganz schön gebrannt heute. Ich merke das ganz schön, dass ich so irgendwie koche. Aber jetzt ziehen so ein paar Wölkchen auf. Wird schon alles gut gehen. Zweite Dusche. Oh. Gonna fly now. Ja, Rocky-Musik. Muss ich jetzt erstmal einen Endspurt machen. Aber ist noch kein Ende. Dann spurte ich lieber nicht. Eine noch. Ah, du bist schon fertig, sauber. Eine Runde noch. Jo. So, letzte Runde. Die letzten 14 Kilometer. Und jetzt kommt erstmal wieder diese langgezogene Steigung. Boah. Hammer. Aber zum letzten Mal. Der blöde Weg ist geschafft. Jetzt kommen nur noch ein paar Wellen. Aber auch noch 13 Kilometer. Noch. Es ist jetzt langsam richtig dämmerig. Und irgendwie weit vor mir kann ich zwei rote Läufer sehen. Und hinter mir ist irgendwie gar keiner mehr. Aber ich weiß, dass da noch einige sind. Wir sind nur irgendwie weit weg. Es wird langsam ein bisschen einsamer auf der Strecke. Aber dafür kommt jetzt ein Auto. Haben sogar nett gegrüßt. Jawohl. Dankeschön. Bitteschön. Prost. 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 Oh, da wird Osnabrücker Landluft produziert. Oh weia. Boah, da muss ich jetzt voll durch. Boah. Boah. Kilometer 35. Jetzt wird das Ganze hier ganz schön zäh. Boah. Aber alles gut. Ist nicht mehr weit. Die Hälfte der letzten Runde ist schon geschafft. Noch 7. So, die letzten Kilometer jetzt noch. In der Abenddämmerung. Dämmerung, ich kann schon. Boah, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, wollte ich sagen. Die 4 steht vorne. 40. Gut 2 noch. Hammer. Genau.
Super, Frank! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Oh. Was? Oh. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Ich werde mir heute noch mal 4,5 Stunden den Film angucken. Das ist sehr interessant. Sauber! Herzlichen Glückwunsch! Oh, alter Schwede. Und wir warten natürlich immer noch. Basta. Ein paar Bilder gemacht. Heute gibt es Paulaner. Schön stehen bleiben. Die erste Staffel kommt noch. Die erste Staffel ist vom SC Melbourne 3. Nee. Eine sehr schöne Medaille. Erschöpfte Finisher. Aber es ist gut. Nächste Woche beim Revier-Cup hört noch einer drauf. Endlich hat man Dortmunder gewonnen. Ingo in 3:14. Sauber. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das war der Olm, der Osnabrücker Landmarathon. Es ging jetzt richtig schön in den Abend rein. Ist schon ganz schön dunkel. Es ist ein richtig schöner Landschaftsmarathon, der Name sagt es ja, Landmarathon. An Mähdreschern vorbei, an Kühen vorbei. Eine richtig schöne Sache. Bis zum nächsten Mal. Jetzt.